So, ja, gut, das haben wir, das haben wir. Moin, Binderben hat übrigens wieder ein neues Video hochgeladen. Good Witch Germany Conic, komm, wir gucken uns das an. Oh, also es gibt so. Aber du hast dein Bestes gegeben, du hast dein Bestes gegeben. Dass das ist Video safe ist. Für Streamer, bitte packt eure Facecam hier unten rechts hin. Ich verstehe das Für Basti, bitte mach einfach so wie immer. Und Kevin und Henke, freu dich schon mal auf deinen Clip. Wenn ihr mir Clips schicken wollt. Ja, die meisten haben wirklich wieder diese Cam da. Ah, so lost einfach. Es ist so fucking lost. Warum macht man das? Ich verstehe das nicht. Jetzt muss ich diese Kamera wieder hier unten hinpacken. Ja, scheiß drauf. Ah, scheiß drauf, Digga. Macht es über mein Community Discord, Link ist in der Beschreibung, oder über mein Twitter, @moinbinderben. Binder Ben Und ja. übrigens. Der heißt nämlich Ben Binder, ja. Viele Leute wissen das nicht, aber es ist eigentlich sein Nachname. Binder ist sein Nachname. Das nur ganz kurz dazu, ja. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Enjoy. Ganz ehrlich, Kevin, mir Junge, jetzt muss ich hier mit meinem. Mir stets bis oben hin! Nico, moin, Bruder. Bisschen, weil ich komme so zum Event. Warte, noch ihn hier. Noch einen auf den hier, Dicker. Und dann so, soll ich den hier machen? Ja, hallo. Was ist mein Name? Heißt der Thomas? Nee, ne? Der ist Danny. Also wirklich, Danny ist ein richtiger Name, nicht Thomas, ne? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Genau, Gillette sind die, die das heute alles quasi sponsern. Hey, warum rülpst du jetzt mitten im Placement? Ja, er hat Einfach mitten im Blazing gerülpst, das war ja echt. Kommentiert dich und Max. Joe auch, welcher Joe? Hä? Ich kenn keinen Joe. Welcher Joe? Joe Mama? Noch nie gehört, Digga. Wer ist das? Ach, das ist ein Meme. Ach, ihr seid solche Wichser. Hä, wer ist Joe Mama? Kennt jemand Joe Mama? Leute, versteht ihr, was er meint? Eins in den Chat. Joe Mama ist ein Meme? Das hier ist Joe Mama. Nicht Your Mama, sondern Joe Mama. Also Joe Mama, nicht Your Mama, sondern Joe Mama. Das ist einfach nur falsch gesprochen. Ja, jetzt, ja, aber es ist auch sehr schwer. Auch sehr, sehr Das schwer. ist, darauf bin ich deutsch. Ey, generell, ne? Ich würde Danny so in Arsch ficken. Wie kann man auf ältere Frauen Ich stehen? What kann the ja ganz fuck, überschritten. Ich bin Digga? deine Lehrerin. Hallo, meine Freundin, die ist auch 2 Jahre älter. Was ist los bei ihm? Was immer du Ich stehe nur auf Jüngere! Oh, da drüben ist mein Holzweg. Ja, lauf mal. Du kannst. Oh, shit. Was man das jetzt gehört hat, war jetzt nicht der Plan. Wisst ihr, wie man erkennt, ob ein Ei noch gut ist oder schlecht? Muss den Wisst ihr es? Also. Man isst es und wenn man Salmonellenvergiftung kriegt, dann war es schlecht. Alter, was sind das für High-IQ-Memes? Das ist richtig stark einfach. Weil das Ding ist halt, die kann halt wirklich noch was von lernen. Das ist richtig, richtig gut. Und ich bin so. Wie soll ich die ficken, Digga? Das macht gar keinen Sinn. Der kommt, oder? Der allererste Historiker. Boah, ich würde so gerne im alten Griechenland leben, weil da waren alle nackt. Alter, auch so völlig unnötig, ja? Weil da waren alle nackt einfach. Man leckt mich übrigens die Zunge. Ich kann ja später nochmal zeigen, warum. Das heißt, zwischen, also in unserer Mutter ist nichts drin. Mann. Hä? Junge, das ist so absolut random, Wir haben gekämpft mit einer Flasche Wodka und mit Tampons und mit viel Nivea-Creme, no joke. Und wir haben es geschafft, nach einer Stunde uns von innen betrunken zu machen. Also wir hatten dann den Rest des Abends auf der Party, hatten wir dann Tampons. Ich muss an mein Mikro furzen. Ja, hat das wirklich gemacht, oder wie? Hat er wirklich das gemacht, was man. Die hatten wir dann Tampons. Ja, hat er sich betrunken gemacht von Tampons, oder wie? Geil. Das ist geil. Ich muss an mein Mikro furzen. Welchen Wochentag haben wir? Dienstag. Oh, Scheiße!
wird es dauerhaft einen, also da gibt es 5 Einnehmepunkte plus Respawn. Ja, ich dachte auch so, du Wichser. Ich habe einen bedeutungslosen Sex gehabt. Wie definiert man das denn? Wenn du... Liebe Grüße an meine Mama. Alter, hinten hängt das... Hinten hängt das Bild einfach schief. Fällt das gerade ab oder muss das so sein? Das ist gerade ein großes Problem. Ja, ich hasse schiefe Bilder. Wie definiert man das denn? Wenn du... Liebe Grüße an meine Mama. Die sind, keine Ahnung, 5 Kilo schwer oder sowas. Das ist total schwierig. Auch das dann die ganze Zeit so zu halten. Ja, Cloudboy, ja. Aber erklärt so ganz... so ganz ja, dezent und charmant gerade die Niederlage. Die müssten größer sein. Gibt's irgendwie sowas für erwachsene Kinder? Ich habe ganz lange überlegt... Du spielst jeden Tag Minecraft, Junge. Ich sag mal so, ich habe ganz lange überlegt, ob ich jeden dich... Jeden Tag. Ich muss jetzt einfach der Schlauere, der Klügere jeden. Sein. Der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach, der Klügere gibt nach. Jeden Hallo. Tag Minecraft! Die Hauptstadt von Angola ist Loon! Was mit Transgender? Was ist das? Ja, wie stehe ich denn hier? Sag mal, bist du bescheuert? Hä? Fabo? Ach so, ich soll... Ich war zwar... Hä? Was hat denn der gemacht? Der hat wahrscheinlich nicht auf das Dings gedrückt, oder? Fabo? Ach so, ich soll... Ich hab's nicht gecheckt. War zwar immer auch in der Schule ein Arschloch und ein Bad Boy, aber eine Sache habe ich nie in der Schule gemacht. Ich habe nie Leute in der Schule gemobbt. Ganz im Gegenteil. Ich habe immer Leute geschlagen. Marius! Digga, ich möchte deinen riesigen Cock in meinen Mund nehmen. Oh, ich freue mich so sehr. Folgt mir alle auf Twitch. Bro, tut mir leid, dass ich das in den Chat geschrieben habe. Würde mich sehr freuen, bald wieder am Chat teilzunehmen. Und schwöre mich, dass ich Eigenwerbung gemacht habe. Es tut mir unendlich leid. VG. Was heißt VG? Viktor Groß? Ja, warum den Viktor Groß? Also ich finde auch Danny übel lost, ja. Ich habe mal reingeschaut in seine Streams. Sind ganz unterhaltsam, halt todeslost, muss man wirklich sagen. Ich denke, an Verdummung stirbt der so langsam. Hab ich so das Gefühl. Also der wird auf jeden Fall irgendwann an Verdummung sterben. Vor allem, der ist gerade mal 20 Jahre alt, ne? Für die Leute, die es noch nicht wissen, der ist gerade mal 20 Jahre alt. Also ich bin 2 Jahre älter als er. Oder wie planlos. Jemand, der es nicht checkt. Hinter mobiler Deckung! Ja, okay, ich habe keine Mädchen, ne? Moment. Haben wir, okay. Jeder, der ein Mädchen ist, schreibt mir jetzt mal ein Pipo Hey rein. Ach so, ey. Ach so. Ach so. Okay. Ja, dann kann ich euch ja alle bumsen. Ja, nee, piss dir ein. Ich bin auch gleich tot. Nevermind. Was? Jetzt hab ich mir eingepisst. Ja, nicht schlimm. Mann, Junge, jetzt muss ich mir nur noch Unterhose anziehen. Das ist riesig. Riesig, der ist so groß wie eine Kaffeemaschine, der Typ. Dieser Hase hier. Ah, Maus, Ratte, was auch immer es ist, Meerrettich. Ja, also ich weiß nicht, zu im Bam ist, ich weiß, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich merke, dass der an irgendwelchen Tiersachen halt gar keine Ahnung hat. Maus, Ratte, Meerrettich, das ist aber auch stark, muss ich sagen. Oh, grüß dich, Bruder. Mann! Oh, shit. Alter, wirklich ohne Scheiß, wenn du nicht hinguckst, ist das eine absolut scheiß Situation. Ich dachte gerade auch, aber ich habe voll in die falsche Richtung geguckt. Ich habe einfach Richtung Fenster geguckt, nicht Richtung Tür. Ah, scheiße. Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Hallo? Es ist wirklich, du bist erst 14, Mann. Das ganze Leben liegt noch vor dir. Guck mal, ich bin jetzt 22 und das ganze Leben ist immer noch vor dir. Sebastian. Und trotzdem will niemand was von dir. Oh. Also ich nicht, also er, also ich war im Bett, halt unter der Decke, hat halt so, also da ist ja immer so eine Beule dann an der Decke, dann springt er auf mein Bett und bumst mich halt. Papa Platte meinte gestern im Stream, dass er gerne mit dir einen trinken möchte. Ey Bro, ich werde mich mit allen Leuten besaufen aus der Twitch-Scene, wenn Corona vorbei ist. Ne? Ich sag's euch so, wie es ist. Ich reiß durch Deutschland, bring Alkohol mit, let's go.
lege mir eine Matratze hinten in mein Auto. Junge, immer diese Sachen, die dann einfach geschnitten werden. Ja, der kann gerne vorbeikommen, ja, das würde ich übrigens auch fühlen. Leute, Alkohol ist nur chemisch gesehen eine Lösung, aber wir brauchen trotzdem, wir müssen nach Corona, müssen. Bitte ganz kurz Cam oben rechts in, im nächsten Clip, weil ansonsten wäre es erst gewesen. Danke, danke. Was soll das denn für ein Scheiß? Dazu gibt es keine Kommentare meinerseits. Okay. Digga, dürfen wir, wenn wir uns zu zweit in den Pool setzen, dürfte ich dich dann einfach ficken? Hat jemand eine Idee? Was? Warte, der hat bestimmt auf sein Stream Deck auf Play gedrückt und dann kam einfach das hier. Nicht so gut da oben. Danach, Max hat selber gesagt, er ist nicht mehr in Highground gegangen, weil er keinen Bock mehr darauf hatte. So, und das war ja das Wichtige. Kevin, ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht, was wir halt vielleicht echt Cooles zusammen machen könnten. Also vor Ort. Okay, was? Mir ist nichts angefahren. Wir dachten uns jetzt nicht scheitern. Nee. Risky bestimmt genauso. Alter, in der Drehung. Fabo, wichtige Frage. Ja. Ist die Ostsee rechts oder links? Oben. Von Schleswig-Holstein. Oh, ach so. Keine Ahnung. Die Ostsee ist rechts. They have a demon problem. High school, by the way. And, Paperblade. Junge, wie viel Subs hat eigentlich Nebelnik? 1300, Alter. Mega stabil eigentlich, ne? Eigentlich mega stabil. Gut, ich meine, der hat bestimmt noch mehr. So, ich denke, das war bloß zu dem Zeitpunkt. Am 22. April hat er 1300. Aber der macht ja übel viel Dings, ne? Übel viel Twitch. Ja, er ist ja nur noch Twitch-Streamer. Stabil. Demon Pro High School, by the way. And, Paperblade hat gewonnen. Mistkiff musste singen. Der heißt aber nicht Mistkiff, oder? Der heißt Mitzkiff. Ich weiß nicht, wie der heißt, ja. Er hat auch schon 2000 alles mal abgebaut. Ein Brötchenschneidermesser, ja, weil ich das war halt so funny, okay? In der Waschmaschine oder so. Wie viel sind 50 plus 80 Leute? 30. 130. Ich muss. Was? Wie viel sind 50 plus 80 Leute? 30. Ja, 130. Doch heute bin ich hier, Mama. Kaufe BBS, Eis auf. Ja, das ist nicht so lustig, muss ich sagen. Okay, hier kommt jetzt noch ein Clip. Yo, vielen Dank fürs Reinschauen. Das war die erste Folge von der Kevin und Koch Show. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ihr könnt ja mal auf Abonnieren drücken und liken und die ganze Scheiße. Und haut da rein. Das war's von der Kevin und Koch Show. Ey, aber ohne Scheiße unterhaltsam war der schon irgendwie immer, ne? Schon damals einfach so richtig reingeschissen. Da muss man wirklich sagen, nicht schlecht gemacht. Ja, starkes Video auf jeden Fall. Moin Binder Ben, ja. Also ich finde auch, dass Ben Binder hier am Start ist, finde ich auch generell sehr nice, ja. Auch dass er sich getraut, seinen vollen Namen hier mit reinzuhauen. Also wirklich, dass der halt Ben Binder heißt, ist halt schon stark.